Constanze Borg ist wegen gefährlicher Körperverletzung angeklagt. Die alleinerziehende Bürokauffrau will ihrer 12-jährigen Tochter Vanessa unbedingt zu einer großartigen Karriere verhelfen. Deshalb verlangt die Angeklagte von ihr, in jedem Schulfach die besten Noten zu bekommen. Tomorrow is the sun shining. Nein, Vanessa. Tomorrow the sun is shining. Ihre Freizeit verbringt Vanessa hauptsächlich mit Geigenunterricht und dem Erlernen zusätzlicher Fremdsprachen. Am letzten Schultag vor den Sommerferien kommt Vanessa mit dem Jahreszeugnis nach Hause. Als die Angeklagte sieht, dass ihre Tochter in Sport nur eine 3 erhalten hat, kocht sie vor Wut. Noch am selben Abend wird die Sportlehrerin Stefanie Furcht nach einem Lauftraining in der Schulturnhalle niedergeschlagen. Hat sich die Angeklagte an ihr gerecht, weil sie die 3 im Jahreszeugnis ihrer Tochter nicht auf sich sitzen lassen wollte? Ach Mensch, Süße, wie stehst du denn wieder da? Komm, das kannst du doch besser. Schultern zurück, Rücken gerade, Blick geradeaus. Ist das so schwer? Nein. Gut. Ach, und denkst du daran, dass du heute Abend trotz der Gerichtsverhandlung natürlich noch Spanisch lernen musst? Das wird doch kein Problem sein nach deinem Geigenunterricht, oder? So, und jetzt müssen wir uns beeilen, sonst kommen wir zu spät zur Gerichtsverhandlung. Sie heißen Constanze Borg, geboren am 19. Februar 1980 in München. Sie wohnen in München, sie sind geschieden und Bürokauffrau. Am 29. Juli 2011 wartete die Angeklagte so lange versteckt in der Mädchenumkleide des Schuster-Gymnasiums in München, bis dort gegen 21.45 Uhr Stefanie Furcht, die Sportlehrerin ihrer Tochter, die Umkleide betrat. Blitzschnell schmetterte sie der jungen Frau mit voller Wucht einen Schleuderball gegen die linke Schulter. Stefanie Furcht wurde nach hinten geworfen, prallte mit dem Kopf gegen die Wand und rutschte an dieser entlang zu Boden. Sie erlitt eine Prellung der linken Schulter, ein Schädel-Hirntrauma ersten Grades sowie Abschürfungen an der rechten Gesichtshälfte sowie am rechten Ober- und Unterarm. Die Angeklagte wird somit der gefährlichen Körperverletzung beschuldigt, strafbar gemäß § 223.1. Frau Borg, Sie haben die Anklage gehört, wollen sich dazu äußern? Ja, also ich weiß nicht, in welchen Kreisen diese Frau verkehrt, dass man sowas mit ihr macht. Ich habe mit der Tat auf jeden Fall nichts zu tun und deswegen verlange ich auch einen Freispruch von Ihnen. Also verlangen können Sie hier natürlich nichts, aber was am Ende dann rauskommt, das hängt natürlich auch maßgeblich davon ab, mit welchen Informationen ich erstmal gefüttert werde. Deswegen fangen wir doch mal direkt mit der Frage an, was Sie zur Tatzeit gemacht haben. Wo waren Sie denn da? Ich war bei mir zu Hause und meine Tochter Vanessa war auch da. Ja, werter Herr Staatsanwalt, damit hat meine Mandantin ja wohl ein Alibi. Also Vanessa, wenn nicht die erste 12-Jährige mit einer Lüge ins Gericht reinwandert und mit der Wahrheit wieder rauswandert, es geht immerhin um ihre Mutter. Meine Tochter Vanessa lügt nicht. Sie hat an dem Abend Geige geübt und danach haben wir noch zusammen Spanisch gelernt. Entschuldigung, am 29. Juli, da haben die Sommerferien angefangen. Wieso haben Sie da am Abend mit Ihrer Tochter gelernt? Ja, aber die Sommerferien sind doch keine Entschuldigung, um zu Hause faul auf der Haut zu liegen und nichts zu tun. Meine Tochter ist begabt und ich fördere das. Man kann sagen, Frau Borg, Sie sehen sich so als Antriebsmotor für den Erfolg Ihrer Tochter. Kann man das so sagen? Ja, richtig. Ich meine, meine Eltern hat es nie interessiert, ob ich eine 1 oder eine 6 nach Hause gebracht habe. Na, da hat man natürlich keine Ambition. Und als ich dann mit 18 schwanger geworden bin, da war sowieso alles vorbei. Meine Tochter Vanessa soll es da besser haben als gut, ich. Aber am 29. Juli, da ging diese Erfolgsstory jäh zu Ende. Ne? Da gab es einen ordentlichen Dämpfer für Sie und Ihre Tochter. Erzählen Sie mal. Wie meinen Sie das jetzt? Na, wie meine ich es wohl? Es gab Jahreszeugnisse. Alles Einsen, nur in Sport. Da gab es eine 3. Ja, aber Sportnoten sind doch eh total unwichtig und überflüssig. Unwichtig, ja? Das kann man so sehen, aber Sie sehen das auch nicht so. Eine Woche vorher waren Sie bei der Sportlehrerin, als ich schon abzeichnete, dass es hier wohl eine durchschnittliche Leistung zu beurteilen gab. Ja. Moment, da waren Sie bei der Lehrerin, um mit ihr zu reden, ob die Note nicht verbessert werden kann. Und das, obwohl es so unwichtig war? Ich wollte, dass sie ihr halt noch eine Chance gibt, dass aus der 3 wenigstens noch eine 2 wird. Das ist doch legitim. Und hat dann Vanessa diese Chance bekommen? Ja, sie durfte dann am nächsten Tag noch mal vorturnen, aber offenbar hat es wieder nicht gereicht und am Ende stand halt doch die 3 im Zeugnis. Und das war doch das Problem. Ihre Tochter hatte jetzt auf einmal eben einfach eine 3. Und selbst wenn es nur in Anführungsstrichen Sport ist, das hat sie doch wahnsinnig fertig gemacht. Deswegen waren sie stinksauer auf Frau Furcht. Und deswegen waren sie am Tatabend in dieser Sporthalle, haben diesen Schleuderball vorgefunden und sich dann in der Umkleide versteckt, vor Furcht überfallen, als sie dann reingekommen ist in die Kabine. Also wie ich schon gesagt habe, Frau Furcht ist selber schuld, dass ihr sowas passiert ist. Ich meine, ich verstehe sowieso nicht, dass sowas an einer Schule unterrichten darf. Frau Furcht bandelt nämlich mit minderjährigen Schülern an. Das ist kein Geheimnis. Und so ein Missbrauch von Schutzbefohlenen ist meiner Meinung nach eh die unterste Schublade. Eigentlich müssten die Kinder vor Frau Furcht beschützt werden. Ja, Herr Staatsanwalt, da gebe ich meiner Mandantin recht. Und bevor Sie sich hier wieder an Ihren lustigen Theorien festbeißen, bin ich bei meinen eigenen Ermittlungen
auf was sehr Interessantes gestoßen. Ja. Der 17-jährige Schüler Paul Ascher hat nämlich das Opfer, die Frau Furcht, auf der jährlich stattfindenden Beachvolleyballparty, die immer von der Stadt ausgerichtet wird, nicht nur kennengelernt, sondern nach einem anfänglichen Flirt auch lieben gelernt. Allerdings beruhte das nicht auf Gegenseitigkeit. Steffi. Paul, lass mich bitte vorbei, ja? Nur ganz kurz. Und nenn mich nicht Steffi. Ich will einfach nur wissen, ob du noch mit deinem Kerl zusammen bist. Komm jetzt, der Kerl ist ein absoluter Vollpfosten, du weißt es. Er ist einfach nicht gut genug. Weißt du was, Paul, misch dich nicht in mein Privatleben ein, ja? Und du kannst froh sein, dass mein Vollpfosten heute nicht hier ist, sonst wird er dir dein Großmaul schon stopfen, ja? Lass mich endlich in Ruhe. Du weißt, dass ich nichts mehr von dir will. Auf der Beachparty kommt das noch ein bisschen anders rüber. Ja, damals war damals, heute ist heute. Ich wusste auch nicht, dass du 17 Jahre alt bist und dass du genau auf die Schule gehst, wo ich unterrichte, ja? Ach komm, das ist doch kein Grund jetzt. Ach komm, lass mich doch bitte einfach vorbei. Ich muss echt los, ich hab's eilig, okay? Tschüss. Ja, und mit dieser Abfuhr ist der Paul Ascher wohl nicht so klargekommen. Und als er dann auch noch erfahren hat, dass die Frau Furcht mit ihrem Freund in den Urlaub fährt, dann ist er völlig ausgetickt und hat sie niedergeschlagen. So war es doch. Genau. Ich meine, so ein jugendlicher Teenager, der steht doch sowieso ständig unter Starkstrom. Die Hormone spielen verrückt. Da haben sie doch ihren Täter. Eins nach dem anderen, Frau Borg. Wir hören den Paul ja nachher noch. Zunächst sind wir aber immer noch bei Ihnen. Gibt es noch Fragen, keine, die angeklagt werden? Nehmen Sie beim Verteidiger bitte schön Platz. Stefanie Furcht, wir treten in die Beweisaufnahme ein. Guten Tag, Frau Furcht. Guten Tag, bin ich zu spät? Nein, Sie sind genau richtig, kommen Sie nur. Okay. Passt, exakt. Ich muss Sie belehren, dass Sie als Zeugin hier die Wahrheit sagen müssen. Wenn Sie was Falsches sagen, ja, machen Sie sich strafbar. Sie heißen Stefanie Furcht, 29 Jahre alt, Sie wohnen in München. Sie sind ledig, Sportlehrerin am Schuster-Gymnasium, verwandt, verschwägert mit der Angeklagten. Nein, da bin ich auch heilfroh. Wenn das meine Mutter wäre, dann hätte ich lieber gar keine. Was erlauben Sie sich? Ich will nur das Beste für meine Tochter Vanessa. Sie soll ihre Talente einfach voll entfalten, damit sie später einmal erfolgreicher ist als die anderen. Sie sind total erfolgsblind. Das arme Kind, wenn man Vanessa überhaupt noch Kind nennen darf. Sie hat mehr zu tun als mancher Topmanager. Kümmern Sie sich doch um Ihre Angelegenheiten. Aber was verstehen Sie schon davon? Also, ich meine, bei ihr hat es sowieso nur zum Sportlehrer gereicht. Die können nichts und sind total überbewertet. Was bilden Sie sich eigentlich ein? Kann das sein, dass Sie auch vor diesem ganzen Vorfall in dieser Art und Weise miteinander gesprochen haben? Ja, leider schon. Also eine Woche vor Zeugnisabgabe, da ist sie zu mir in die Umkleidekabine gekommen. Also ich war gerade mich am Umziehen. Sie hat weder einen Termin mit mir vereinbart gehabt, noch angerufen oder dergleichen. Sie ist einfach so reingestürmt. Können Sie sich das vorstellen? Ja, aber das musste schnell und unbürokratisch gehen. Immerhin standen die Zeugnisse vor der Tür. Sie hat mir quasi befohlen, Vanessa sozusagen noch mal vorturnen zu lassen, damit aus der drohenden 3 nämlich noch eine 2 wird. Befohlen? Ich meine, das ist ja immer noch Ihre Entscheidung. Haben Sie die Vanessa dann noch mal vorturnen lassen? Ja, am nächsten Tag, da hat ihre Klasse ja bei mir Sportunterricht gehabt und dann habe ich sie ein paar Bodenturnübungen machen lassen, aber bei aller Liebe, es hat nicht ausgereicht, war nicht besser wie befriedigend. Beim Turnen gibt es doch sowieso keine objektiven Kriterien. Sie haben Vanessa nur die 3 gegeben, weil sie nicht leiden können, um ihren Schnitt runterzuziehen. Stimmt doch überhaupt nicht, der Schnitt ist mir auch ziemlich egal und ich mag Vanessa persönlich. Haben Sie denn von anderen Kollegen gehört, dass sie in ähnlicher Weise Probleme mit der Angeklagten hatten, Ähnliches erlebt haben? Ja, ich habe während den Zeugniskonferenzen habe ich mit meinen Kollegen gesprochen und sie ist des Weiteren, also in den letzten Jahren öfters mal aufgekreuzt und wollte bessere Noten erkämpfen, damit sie immer mit guten Schulnoten nach Hause kommt. Wer nicht kämpft, hat schon verloren. Also Vanessa musste auch noch in anderen Fächern Zusatzprüfungen ablegen, damit sie zum Beispiel aus einer 1- eine 1 bekommt. Nicht jeder ist mit Mittelmäßigkeit zufrieden. Ich meine, die ganz Großen, die wären nie so weit gekommen, wenn sie sich nicht angestrengt hätten. Also wahrscheinlich haben Sie in Ihrer Jugend nicht die Möglichkeit gehabt und deshalb versuchen Sie es auf Ihre Tochter abzuwälzen. Ist doch immer wieder das Gleiche. Maßen Sie sich bloß nicht an, mich zu analysieren. Wieso habe ich einen wunden Punkt an Ihnen etwa getroffen, oder? Also, was fällt Ihnen? Das geht Sie überhaupt nichts an, ja? Sie! Ich glaube. Beruhigen Sie sich doch mal ein bisschen, bitte. Ja, Entschuldigung, aber diese Anschuldigungen sind total infam. Jetzt kommen wir doch lieber mal zum Thema zurück. Wie ist es denn nach diesen zusätzlichen Vorturnen von Vanessa weitergegangen? Ja, also wie gesagt, ich habe Vanessa eine 3 gegeben und sie schien mir auch, dass sie gleich das Weinen anfangen muss. Aber
Wie ich sie mittlerweile schon kenne, sie ist sehr kontrolliert, sehr beherrscht, was man ja von ihrer Mutter, von der Frau Borg, gar nicht behaupten kann. Weil nach dem Vortouren am Nachmittag hat sie mir nämlich auf die Mailbox gesprochen. Und zwar nicht gerade sehr freundlich. Diese Aufnahme der Mailbox, die haben wir auch hier. Es geht folgender Beschluss, die Aufnahme der Mailbox wird abgespielt. Eine Sekunde. Jetzt ab. Mittwoch, 20. Juli, 14.33 Uhr. Hallo, Frau Furcht, hier ist Borg. Vanessa hat mir eben erzählt, dass sie trotz gutem Vorturnen nur eine 3 bekommen hat. Ich hoffe, dass Sie sich das nochmal gut überlegen. Nächste Woche wird mindestens eine 2 auf Vanessas Zeugnis stehen. Ich denke, wir haben uns da verstanden. Ich muss ganz ehrlich sagen, das hört sich nicht nach einer Bitte an, das hört sich eher nach einem Befehl an. Und man hört ganz deutlich Ihre Wut heraus. Ne? Das hatte nur in Ihnen gebrodelt. Ne? Es lief einfach nicht so, wie Sie es gefälligst wollten. Mir war das relativ egal. Ich habe mich nicht einschüchtern lassen. Und bei mir ist es einfach dabei geblieben, Vanessa bekommt eine 3. Und damit hat sich's. Eine Woche später, nach der Zeugnisausgabe, hat die Frau Borg sich dann noch mal bei Ihnen telefonisch gemeldet. Das war gerade mal eine Stunde nach Schulschluss. Da hat sie mir dann schon wieder auf die Mailbox gesprochen. So geht der Beschluss. Auch diese zweite Aufzeichnung von der Mailbox wird abgespielt. Freitag, 29. Juli, 14.02 Uhr. Was denken Sie, wer Sie sind? Ich dachte, ich hätte mich klar ausgedrückt vor Furcht. Sie werden noch bereuen, dass Sie die Notendurchschnitt meiner Tochter so runtergezogen haben. Das verspreche ich Ihnen. Und ich werde dafür sorgen, dass Sie das nicht so schnell vergessen. Und, was war das, Frau Borg? Ganz klar eine Ankündigung für die Tat, die Sie nur wenige Stunden später begangen haben. Stimmt's? Nein, ich wollte mich nur im Elternbeirat dafür stark machen, dass Frau Furcht ihren Job verliert. Das ist alles. Also ich glaube, da nehmen Sie Ihre Berufung deutlich zu ernst. Entschuldigung, die Frau Furcht ist die Lehrerin Ihrer Tochter. Und als solche hat sie eigenverantwortlich zu entscheiden, welche Noten angemessen sind, oder? Ist doch eigentlich logisch. Das klang jetzt ja schon ein bisschen bedrohlich da auf der Mailbox. Haben Sie daraufhin dann besondere Vorsicht walten lassen? Nee, habe ich nicht. Also ich habe jeden Freitagabend mit der Leichtathletikmannschaft auf dem Schulhof, also auf dem Schulplatz sozusagen, trainiert und war dann so gegen 9 Uhr mit dem Training mit allen zu Ende. Und danach habe ich dann mit meinem Freund telefoniert, weil wir wollten ja am nächsten Tag eigentlich in der Früh nach Ibiza fliegen. Zu dem Zeitpunkt waren Sie allein auf dem Sportplatz? Ja, klar. Also ich bin dann nach dem Telefonat noch ungefähr eine halbe Stunde joggen gegangen. Ja. Und dann bin ich zurück zur Turnhalle in die Umkleidekabine. Und war dort noch jemand außer Ihnen? Nein, war niemand. Ich habe den Lichtschalter gerade mal angemacht, weil es war ja dunkel, wie gesagt, draußen. Und ich wurde von was Harten erwischt oder geschlagen. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur noch, dass ich gegen die Wand geknallt bin, dass mir schwarz vor Augen geworden ist und ich kurzzeitig weg war. Haben Sie erkannt, wer Sie angegriffen hat? Nein, es ging ja so schnell. Also da habe ich gar nichts erkannt. Also ich bin dann irgendwann zu mir gekommen, habe mein Handy gesucht und habe dann den Notruf gewählt. Laut medizinischem Gutachten erlitten Sie ein ausgeprägtes Hämatom an der linken Schulter, ein Schädelhirntrauma ersten Grades sowie Abschürfungen an der rechten Gesichtshälfte sowie am rechten Ober- und Unterarm. Wir haben ja auch die Fotos hier, an denen man das sehen kann. Wobei das wohl von diesem Herabgleiten an dieser Wand, die mit Rauchputz da verputzt ist, zurückzuführen ist. Ja. Dieser Schleuderball hier, der wurde neben Ihnen auf dem Boden gefunden aufgrund der Ausprägung dieser Prellmarke an Ihrer linken Schulter und da die Spurensicherung an der Naht von diesem Schleuderball ein Haar von Ihnen gefunden hat, geht der Sachverständige davon aus, dass das hier die Tatwaffe war. Sie würden sogar über Leichen gehen, damit Vanessa daraus profitieren kann? Ich habe damit nichts zu tun. Ich war an dem Abend nicht mal dort. Auf dem Boden der Umkleidekabine hat die Spurensicherung kurioserweise einen Fußabdruck von Ihnen festgestellt. Wo kommt der her? Können Sie ihn erklären? Ja, ich war doch eine Woche vorher schon mal dort. Und ja, da hatte ich so neue, enge Absatzschuhe an. Und die haben gedrückt. Naja, und um meinen Fuß zu entspannen, habe ich sie eben kurz ausgezogen. Dabei wäre ich wahrscheinlich diesen Fußabdruck hinterlassen haben. Das kann doch überhaupt nicht sein, da war ich doch dabei gewesen. Sie haben nie die Schuhe ausgezogen. Ja, wenn ich es kurz sagen darf, mag ja sein, dass Schuhe gedrückt haben, aber eben zur Tatzeit. Natürlich haben Sie Absatzschuhe ausgezogen, damit man sie nicht hört, dass sie nicht rumklackt, wenn Sie da rumlaufen. Haben Sie leise reingeschlichen und da ist dann der Fußabdruck in die Kabine gekommen. Nein, das stimmt nicht. Naja, und Sie haben doch gewusst, dass dieser Abdruck Ihnen zum Verhängnis werden kann. Ich meine, die Polizei lädt Sie, damit Sie einen Abdruck abgeben und Sie folgen dieser Ladung nicht. Warum denn wohl nicht, ne? Die Polizei musste erst bei Ihnen vor der Tür stehen, damit Sie dann doch mitgekommen sind. Kann doch wirklich keiner ahnen, dass die Polizei das Recht hat, einem die Fußabdrücke zu nehmen. Nicht mal ahnen kann man das, nicht mal ahnen. Ich meine, jedes Kind weiß das. Ich meine, Fußabdruck ist nichts anderes als ein Fingerabdruck. Und man weiß doch, wenn die Polizei einen solchen Abdruck meint, machen zu müssen, dann muss man dem eben Folge leisten. Ja, mag ja sein, Herr Staatsanwalt, dass Sie das als glühender Ermittler
wissen, meine Mandantin wusste das zum Tatzeitpunkt nicht. Aber bleiben wir doch beim Wesentlichen, Herr Staatsanwalt. Viel interessanter ist doch, dass außer ein paar vagen Mutmaßungen die Zeugin hier rein gar nichts ausgesagt hat, was meine Mandantin irgendwie belasten würde. Und viel interessanter ist ja auch die Tatsache, dass es da jemanden gab, der sehr schlecht auf die Frau Furcht zu sprechen war. Frau Furcht, sagt Ihnen der Name Paul Ascher zufällig etwas? Wie kommen Sie denn jetzt auf den? Also, soviel ich weiß, soll das ein glühender Verehrer von Ihnen sein. Ja, stimmt's oder stimmt's nicht? Ja. Und Sie haben ihm eine Abfuhr erteilt, oder? Ja klar, also er ist 17 und ich bin 29. Mhm. Sind Sie eigentlich schon mal auf die Idee gekommen, dass der Paul Ascher für die Tat verantwortlich sein könnte? Nee, Paul, das glaube ich überhaupt nicht. In welchem Verhältnis stehen Sie denn zu Paul Ascher? Also er ist nicht direkt mein Schüler, aber er geht in die Realschule, die ist unter demselben Dach wie sozusagen das Gymnasium, wo ich arbeite. Und also der Paul weiß, dass Sie Lehrerin sind, noch dazu im selben Schulkomplex. Aber sagen Sie mal, wie kam es denn dazu, dass er sich Chancen bei Ihnen ausgemalt hat? Ja, am Pfingsten, da war ich auf einer Beachparty gewesen und ich dachte damals, er wäre 23, 24, da habe ich ihn kennengelernt. Immer noch viel zu jung für Sie. Wir hatten halt ein bisschen miteinander geflirtet gehabt, wir hatten die Nummern ausgetauscht gehabt und später dann nach den Ferien habe ich ihn auf dem Schulhof entdeckt und dann habe ich sofort den Kontakt abgebrochen und ich... Ja, Sie haben sich von ihm distanziert, wollten Sie jetzt sagen, oder? Mir ist aber zu Ohren gekommen, dass Sie sich sogar geküsst haben wollen. Nee, also das war vielleicht ein kleiner Kuss. Ach, ein kleiner Kuss. Ja. Sonst noch Fragen? Keine, danke. Dann bleiben Sie unvereidigt, Dankeschön. Dann machen wir mit Vanessa Borg weiter. Das ist Ihre Tochter, deswegen hat das Familiengericht einen Ergänzungspfleger bestellt. Der hat die Vernehmung genehmigt, alle Fragen über mich zu stellen. Da ist die Vanessa ja bereits. Hallo Vanessa, setz Sie mal bitte hier vorne hin. Was ist denn da für ein Buch? Das ist Der Alchemist von Paulo Coelho. Und zwar auf Spanisch. Vanessa ist jetzt nämlich schon so weit, dass sie einen ganzen Roman auf Spanisch lesen kann. Und sie ist erst 12. Respekt, es ist nicht einfach, nehme ich mal an. Hä? Doch, weil Spanisch meine vierte Fremdsprache ist. Wenn man Sprachenlernen gewöhnt ist, ist es überhaupt gar nicht schwer. Ja, und Sprachen sind heutzutage sehr wichtig. Ja, Mama holt mich sogar extra dreimal in der Woche von der Schule ab, damit ich pünktlich zum Spanischunterricht komme. Wenn ich mit dem Bus fahren würde, hätte das viel zu lange dauern. Ich sehe schon, du bist sehr, sehr, sehr fleißig. Das ist ja bewundernswert. Also wenn ich mich an meine eigene Schulzeit erinnere, so zielstrebig war ich denn doch nicht. So. Jetzt kommen wir aber zu deiner Vernehmung. Du sollst ja als Zeugin aussagen, du weißt, was das ist, Zeuge sein. Du weißt auch, dass es ganz schlimm ist, wenn man da was Falsches sagt vor Gericht. Ja? Und nur wenn du uns die Wahrheit sagst, können wir die Wahrheit auch herausfinden. Ja. Genau. Also, du heißt Vanessa Borg, 12 Jahre alt, du wohnst in München, du bist natürlich nicht verheiratet und du gehst aufs Schuster-Gymnasium. Deine Mutter ist heute angeklagt und du weißt, warum. Sie soll am letzten Schultag vor den Sommerferien auf deine Sportlehrerin, die Frau Furcht, einen Schleuderball geworfen haben und sie damit niedergeschlagen haben. Du musst nicht aussagen hier, weil es ja um deine Mama geht. Ich weiß, das hat mir der Ergänzungspfleger auch schon gesagt, aber ich sage gerne aus. Mhm. Jetzt hast du schon gesagt, dass du ziemlich viel lernst. Können wir vielleicht mal damit anfangen, dass du mir mal deinen Tagesablauf so schilderst? Nach der Schule gehe ich zum Spanischunterricht. Danach mache ich meine Hausaufgaben und jeden Abend von 19 bis 22 Uhr lerne ich Geige. Das ist mehr, als manche Erwachsene schaffen würde, sage ich mal. Ja, aber ich lerne gerne jeden Tag etwas Neues dazu. Ich, neben den ganzen Sachen in der Schule lerne ich nämlich noch ein Musikinstrument. Die Musik liegt mir irgendwie im Blut. Schon mit 6 Jahren habe ich angefangen, Geige zu spielen. Und wann triffst du dich mit Freunden oder spielst mit ihnen? Vanessas Prioritäten liegen eben woanders. Also ich meine, ich wäre sicher auch nicht Richter geworden, wenn ich nur auf der faulen Haut gelegen wäre. Aber neben intensiven Lernzeiten muss es doch auch immer Zeiten geben, wo man mal zur Ruhe kommt, wo man mal wieder regeneriert, oder? Um die Batterien wieder aufzuladen. Ja, aber wissen Sie, die Zeiten haben sich eben geändert. Kinder muss man heutzutage schon ganz früh fördern, damit sie später einmal den Anforderungen gewachsen sind. Ich meine, nehmen Sie nur die kleinen Chinesen. Die lernen schon im Kindergarten Fremdsprachen. Ja, und wenn man da nicht aufpasst, dann kann man später mal nicht mithalten und verliert den Anschluss. Ich weiß nicht, ob wir uns da vor den Chinesen wirklich fürchten sollten oder ob wir unbedingt abkupfern sollten, wie die mit ihren Kindern umgehen. Es geht ja auch nicht so schwarz-weiß darum, wer hat mehr gelernt, wer hat weniger gelernt. Es geht auch um eine Gesamtpersönlichkeit, ja, die so ein Mensch im Lauf seines Lebens erstmal erwirbt. Und nicht um die Menge des Angelernten. Also ich denke, dass da oftmals eher ein
goldene Mittelweg richtig ist. Ja, aber eben, Mittelweg, Mitte. Meine Tochter ist mehr als Mittelmaß. Wissen Sie, ich habe schon immer gewusst, dass sie ein großes musikalisches Talent hat. Damals, als sie 1999 geboren wurde, da habe ich sie deswegen Vanessa genannt, weil da gerade dieses Geigenwunderkind, diese Vanessa May, so berühmt war. Und ich wusste, meine Tochter, die wird mal genauso gut. Also da rollt einem ja die Fußnägel rauf. Sie sind ja so fanatisch, Frau Borg. Das ist ja unerhört. Die Vanessa wird irgendwann mal unter dieser ganzen Last zusammenbrechen. Ist Ihnen das klar? Ich bin überhaupt gar nicht überfordert. Ich lerne gerne jeden Tag etwas Neues dazu. Ich möchte später nämlich mal Chirurgin werden. Und dazu brauche ich gute Noten und ein gutes Geschick. Mit meinem Arztinstrument muss ich genauso präzise umgehen wie mit meiner Geige. Deshalb übe ich auch jeden Abend. Jeden Abend übst du? Hast du an dem Abend, also am letzten Schultag, als da die Frau Furcht niedergeschlagen wurde, auch Geige geübt? Ja, wie schon gesagt, wie immer, von 19 bis 22 Uhr. Mhm. An dem Abend habe ich die Bach-Partita E-Dur für Solovioline geübt. Die wurde mal von Vanessa May auf CD aufgenommen. Und ich habe schon fast so gut gespielt wie sie. Das hat mich gefreut, denn ich wollte die 3 in Sport wieder gut machen. Also eine 3 in Sport, da kannst du in den Staatsanwalt fragen, das ist keine Schande, oder? Trotzdem. Das ist keine Schande. Ja. Bist du zwischen 19 und 22 Uhr mal aus deinem Zimmer raus? Nein, wenn ich Geige spiele, bin ich voll und ganz konzentriert und gehe nicht aus meinem Zimmer. Hast in der Zeit deine Mutter gesehen? Nein, ich war die ganze Zeit allein in meinem Zimmer. Und im Haus hast du da Geräusche gehört? Nein, wenn ich Geige spiele, blende ich alles andere aus. Trotzdem weiß ich, dass sie nicht weg war. Ach, das weißt du trotzdem. Wieso bist du da so sicher? Ich lerne jeden Abend vor meinem Fenster. Meine Noten liegen auf einem Stapel auf dem Fensterbrett. Und wenn Mama weggegangen wäre, hätte ich das ja wohl gesehen. Also aus dem Augenwinkel. Nur mal so überlegt, deine Mutter weiß doch, wo du übst und wo du aus deinem Zimmer rausgucken kannst. Sie müsste doch nur aus dem Fenster geklettert sein, an der Stelle, wo du sie nicht sehen könntest. Also, ich steig doch nicht aus meinem eigenen Haus aus einem Fenster. Wie sehe das denn aus? Mamas Auto stand direkt vor der Haustür, direkt vor meinem Fenster. Und das hätte sie ja wohl benutzen müssen, wenn sie weg gewesen wäre. Ja, aber jetzt schau mal, deine Mutter hat gesagt, dass du immer hochkonzentriert Geige spielst und gar nichts anderes wahrnimmst. Dann ist auch die Frage, ob du überhaupt gemerkt hättest, dass deine Mutter das Auto nimmt oder eben vielleicht zu Fuß losmarschiert. Mama war das echt nicht. Sie war überhaupt gar nicht mehr sauer am Abend wegen der 3 in Sport. Da hat sie nur sowas gesagt, wer braucht denn schon Sport, wenn man in der Welt erfolgreich sein will? Also Vanessa, du weißt, dass du hier nicht lügen darfst für deine Mutter. Meine Tochter lügt nicht, aus dem einfachen Grund, weil sie es gar nicht nötig hat. Ich war an dem ganzen Abend zu Hause, genau wie meine Tochter Vanessa und das Auto. Mama war das echt nicht. Wie hat denn deine Mama eigentlich reagiert, als du im Zeugnis eine 3 in Sport nach Hause gebracht hast? Also eigentlich möchte ich jetzt nichts mehr sagen. Das geht doch, oder? Schade ist es halt zumindest, weil ich hätte eigentlich schon noch die eine oder andere Frage an dich gehabt. Aber klar, das ist dein gutes Recht. Wenn du sagst, du willst nicht, dann musst du nicht. Gut, dann möchte ich jetzt wirklich nichts mehr sagen. Gut, dann bleibt die Zeugin unvereidigt. Paul Ascher, bitte, dann nimm hinten Platz.